Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich werde heute mal wieder versuchen, ein Porträt mit Acrylfarben zu malen. Dazu habe ich mir eine Leinwand und Acrylfarben gekauft in einem Laden, der heißt Center Shop. Ich weiß nicht, ob das eine Kette ist. Auf jeden Fall ist das sowas wie ein 1-Euro-Shop. Also die Sachen waren sehr günstig. Deswegen habe ich jetzt keine großen Ansprüche an die Farben. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren und um wieder so ein bisschen in Übung zu kommen und so. Und habe mir dazu ein Bild ausgesucht von Pinterest. Und zwar ist das dieses Bild hier. Ich hoffe, man sieht das jetzt gerade. Ja, ich finde das halt interessant wegen den Farben und wegen der Lichtsituation. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, so lange an diesem Bild rumzumalen, bis ich wirklich zufrieden bin. Weil in der Vergangenheit habe ich dann irgendwann einfach aufgegeben und dieses Mal will ich das nicht machen, auch wenn das über mehrere Tage gehen wird. Und was ich auch anders machen werde, ist, dass ich die Leinwand grundiere mit einer Farbe, weil beim ersten Mal mit der Acrylfarbe, was ich ja in der Scrawlerbox hatte, habe ich keinen Hintergrund vorher gemalt. Und im Nachhinein den Hintergrund einzubauen, ist halt wirklich Fummelsarbeit, dass das nicht aussieht, als wäre es drumherum gemalt. Deswegen mache ich das einfach als allererstes. Und dann würde ich sagen, packen wir einfach mal die Sachen aus. Da steht keine Farbbezeichnung drauf. Es ist halt einfach gelb, schwarz, rot, blau, weiß und grün. Gut, dann halt so. Hier sind jetzt so Keile drin, die macht man ja dann so in die Ecken rein. Jetzt weiß ich aber nicht, muss ich das vorher machen, bevor ich male? Oder macht man das danach? Googeln wir mal schnell. Okay, man muss sie nicht reinmachen. Dann lasse ich das jetzt auch erstmal. Und wenn ich danach das Gefühl habe, dass das irgendwie schwabbelig hier ist, dann mache ich sie halt noch rein. Ich habe mir kein Wasser geholt vorher. Das heißt, das mache ich jetzt mal schnell. Und dann grundiere ich die Leinwand. Küchentuch und Wasser, alles da. Zum Abtupfen lege ich mir eine Doppellage Küchentuch hier zu meinem Wasser. Ich habe mir überlegt, da das Bild ja sehr dunkel wird, möchte ich so einen dunklen Braunton im Hintergrund haben. Die sieht so ein bisschen pastellig aus, die Farbe. Es ist nicht so ein richtig sattes Tomatenrot, sondern es sieht schon fast eher pink aus, als wäre das so ein bisschen aufgehellt worden mit Weiß. So sieht mein Häufchen Farbe jetzt gerade aus. Oh. Und das war vielleicht ein bisschen zu gut gemeint mit der Menge. Sieht ein bisschen aus wie Schokolade. Ich hätte eigentlich nur gelb und rot nehmen sollen und das dann ein bisschen dunkler gemacht. Jetzt mische ich mir einen zurecht hier. Ich nehme jetzt aber die Farbe so, weil sonst macht das hier alles keinen Sinn. Jetzt habe ich gleich die ganze Farbe, die ich besitze, da drin. Vielleicht war die Menge doch nicht so schlecht. Ich mache es ein bisschen wilder, damit der Hintergrund nicht so langweilig wird. Dass man so noch die Striche so ein bisschen sieht. Die erste Grundfarbe ist schon mal drauf. Dann lassen wir es jetzt ein bisschen trocknen. Und dann mache ich die grobe Skizze. Dieses Mal habe ich die Leinwand also mit einer Farbe grundiert. Ich dachte, es reicht, wenn ich eine Farbe wähle, die mit Wasser verdünne und das auf der Leinwand verteile. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das Verfahren nichts an der Beschaffenheit der Leinwand verändert hat. Dafür war die Farbe natürlich dann viel zu dünn. Ich finde, die Leinwand war sowieso sehr grob und für Details irgendwie nicht so richtig geeignet. Naja, man muss natürlich auch immer den Preis im Gedächtnis behalten. Ich glaube, ich habe für eine Leinwand 2 Euro bezahlt. Ich mag aber die Struktur bzw. Textur vom Hintergrund.
Ich finde, die ist sehr schön geworden. Das nächste Mal werde ich es aber versuchen, die Leinwand mit Gesso zu grundieren. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, genau weiß ich es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Grundierungsfarbe. Und ich habe die Hoffnung, dass es so die gröbsten Unebenheiten aus einer Leinwand irgendwie ausgleichen kann. Wenn ihr schon Erfahrungen mit Gesso gemacht habt, wäre es voll cool, wenn ihr mir vielleicht dazu was in die Kommentare schreiben könntet. Vielleicht weiß ja der eine oder andere schon, ob ich mit meinen Erwartungen richtig liege oder ob ich doch enttäuscht werde. Das Licht auf meinem Referenzbild war eine große Herausforderung für mich. Eine Mischung aus Orange und Blau wie Licht und Schatten aussehen zu lassen, ja, das war echt nicht einfach. Das größte Problem daran war allerdings, dass die Farbe beim Trocknen extrem dunkel geworden ist. Das macht es doppelt schwer, Licht und Schatten richtig einzubringen. Als die gröbsten Farben gesetzt waren, ging es dann um die Ausarbeitung. Mal musste hier was heller, da musste wieder etwas dunkler. Kleine, aber feine Schritte, die am Ende aber doch zu einem schönen Ergebnis geführt haben. So, mittlerweile ist das gute Stück fertig geworden. Bis jetzt habe ich euch das Ergebnis vorenthalten. Aber jetzt enthülle ich euch mein erstes gut gelungenes Acrylporträt. Bitteschön. Also ich bin insgesamt mega zufrieden mit dem Bild. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ergebnis doch so gut wird, da die letzten Versuche ja so gar nicht funktioniert haben. Aber das Bild finde ich richtig schön und ich werde mir das auch hier in die Wohnung stellen, weil, weiß ich nicht, ich finde, es ist einfach gut geworden und da kann man ja ruhig auch stolz drauf sein. Ich glaube allerdings, dass ich nächstes Mal ein bisschen hochwertigere Produkte verwende. Von der Leinwand bis hin zur Farbe und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, möchte ich gerne die Leinwand richtig grundieren mit Gesso. Ja, ich bin mal gespannt, ob das dann leichter wird und ob man mehr Details einbringen kann, weil das fand ich wirklich sehr schwer. Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich hoffe, dass euch das auch so gut gefällt wie mir. Ich bin wirklich total zufrieden und meine Erwartungen wurden auch übertroffen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir am Ende doch so gut gefällt. Klar, es hat kleine Macken, es ist nicht perfekt, aber ich finde, für meine Verhältnisse ist es sehr gut gelungen. Mich stören noch so einzelne Stellen, wie hier unten an den Haarspitzen, dass man da noch so ein bisschen die Hintergrundfarbe sieht. Die Kinnpartie gefällt mir noch so ein bisschen nicht so ganz, aber insgesamt bin ich richtig zufrieden und ja, wie gesagt, das ist besser als gedacht. Was sagt ihr? Wie findet ihr das Bild? Gefällt es euch? Oder habt ihr ein paar Tipps, wie ich es hätte noch besser machen können?
Schreibt mir dazu doch gerne was in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.